Also, los geht's. Die Hi-Hat spielst du am besten mit diesem Bereich deines Stickes hier an. Da ist der Sound am besten. Versuche dabei immer deinen hinteren Finger geschlossen zu lassen. Den Zeigefinger seitlich vom Stick zu halten, damit der Stick nicht mehr so weg kann. Und der Daumen sollte leicht seitlich auf dem Stock liegen. Der Daumen hat später noch eine wichtige Aufgabe. Deshalb gewöhne dich an diese Stockhaltung, egal was du bisher alles so gehört hast. Vieles ist einfach Schwachsinn. Gut, dann zähle laut mit und fange an, dich an diese Bewegung zu gewöhnen. Ich empfehle immer am Anfang zuerst große Bewegungen auszuführen, denn dann bist du gezwungen, langsamer zu spielen. Und dein Gehirn speichert diese Bewegungen auch schneller ab. Dann füge auf der Zählzeit 2 und 4 die Snare dazu. Achte dabei darauf, dass deine Stockspitze nach dem Schlag möglichst weit unten stehen bleibt. Das nennt man Downstroke. Und was ich auch oft bei Anfängern immer wieder sehe, ist, dass sie nach dem Schlag so weggehen. Aber der Stick sollte immer nach dem Schlag in dieser Position stehen bleiben. Und jetzt aufgepasst, ganz wichtig, diese erste Grundbewegung oder auch System genannt, solltest du dir so lange aneignen, dass du darüber nicht mehr nachdenken musst. Dann nimm deine linke Hand wieder weg, am besten so runterhängen lassen und spiele deinen Fuß, also die Bassdrum, auf der Zählzeit 1 und 3 dazu. In der Notenschrift wird die Bassdrum so dargestellt. Auch diese Bewegung übe sie, bis sie dir leicht erscheint. Gut, das ist mal unsere Basis und auf das bauen wir jetzt unsere Rockrhythmen auf. Beim ersten Groove fügen wir alles, was ich bis jetzt erklärt habe, zusammen. Also eine Achtel Height, die kommt auf allen Zählzeiten, dann die Snare, die kommt auf den Zählzeiten 2 und 4 und die Bassdrum auf der 1 und 3. Und übe diesen Groove, bis er dir keine Probleme mehr bereitet. Dann fügen wir auf der 3 und eine weitere Bassdrum hinzu. Auch auf der 1 und kannst du eine Bassdrum dazu spielen. Bei der nächsten Nummer haben viele noch zu Anfang ein großes Problem, aber zähle da bitte jetzt laut mit und achte darauf, dass deine Bassdrum auf der Zählzeit 1, 2 und der 3 gespielt wird. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit dem Blues und mit allem, was du brauchst, um richtig grooven zu können. Ich hoffe, du hast dich auch immer wieder mit dem Zählen beschäftigt, denn jetzt ändern wir die Metrik. Sprich, wir unterteilen jetzt unsere Zählzeit in 3 gleiche Teile. Also aus 1 und 2 und 3 und 4 und wird jetzt 1 und die, 2 und die, 3 und die, 4 und die. Das sind dann Triolen, die in der Notenschrift so aussehen. Und am besten, du gehst da genauso vor wie in der ersten Lektion. Sprich, spiele zuerst wieder alle Zählzeiten auf deiner Hi-Hat. Dann spiele auf den Zählzeiten 2 und 4 wieder die Snare dazu, also den Backbeat. Und das ist wieder ein Grundsystem und das solltest du verinnerlichen. Dann spiele die verschiedenen Bassdrum-Pattern dazu. Im ersten Beispiel haben wir die Bassdrum auf den Zählzeiten 1 und 3. Im zweiten Beispiel haben wir dann die Bassdrum auf der Zählzeit 1 und der 3 und der 3D. Und als drittes Beispiel haben wir die Bassdrum auf den Zählzeiten 1, 2D und der 3. Auch hier kannst du wieder, wenn du ein paar auswendig spielen kannst und das dann alles klappt, zuerst auf der Height, dann auf der Right oder auf der Top üben. Auch die Becken kannst du da mit einbauen, wie in der Lektion zuvor bei den Rock Grooves erklärt. Und bei den Fill-Ins gehst du auch genauso vor, wie schon erklärt, nur dass es jetzt eben 3 Schläge sind. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit den 16. Grooves einhändig, aber auch gleich beidhändig, damit du schnell vorankommst. Zuerst aber wieder eine kleine Techniksache, und zwar lernen wir heute den sogenannten Fullstroke. Ein Fullstroke ist vergleichbar mit dem Dribbeln eines Basketballs. Wenn du dir mal vorstellst, du dribbelst einen Ball, dann wirfst du diesen nach unten und er kommt wieder von alleine nach oben und du dribbelst ihn so mit deiner Hand. Und das ist vergleichbar mit einem Fullstroke. Sprich, du wirfst deinen Stick immer nach unten und lässt ihn dann von alleine wieder hochkommen, ohne dass du ihn hochziehen musst.
Das Wichtigste hierbei ist, dass du den Drehpunkt nicht vorne beim Zeigefinger und Daumen hast, also den Pinzettengriff, sondern hinten beim kleinen Finger. Also lasse deine Finger immer geschlossen. Schau dir das mal kurz als Vergleich an. Versuche das auch mal ein wenig zu üben. Das Loslassen ist meistens ein Prozess, den man länger üben muss. Und bis zu einem gewissen Grad werde ich das hier auch ansprechen. Doch wenn du tiefer in das Thema gehen möchtest, empfehle ich dir meinen Kurs Master Your Technik. Da erkläre ich das viel ausführlicher. Allerdings mache diesen Kurs unbedingt zuerst fertig. Also der Fokus sollte sein, dass dein Stick springt und du dich nur an ihn dranhängen musst und alles andere passiert dann einfach. Gut, kommen wir wieder zur Praxis. Also 16. Noten werden 1E und die 2E und die 3E und die 4E und die gezählt. Es kommt ein Schlag dazu. Also wir haben jetzt eine 4er-Unterteilung. Und diese Noten erkennst du an diesen beiden Balken. Ein Balken waren 8er-Noten und zwei sind jetzt immer 16er-Noten. Die Grooves kannst du dir genauso erarbeiten wie in den Lektionen zuvor. Aber wie schon erwähnt oder angesprochen, es gibt zwei Möglichkeiten, diese auszuführen. Einmal als Slow Rock, da spielst du die Halt mit einer Hand und der Backbeat ist wieder auf den Zählzeiten 2 und 4 und wird mit links gespielt als Rechtshänder. Oder wenn es schneller wird, dann mit beiden Händen abwechselnd, also so. Wichtig, die Snare spielst du jetzt als Rechtshänder nicht mehr mit links, sondern mit deiner rechten Hand. Das kann anfangs ungewohnt sein, das legt sich aber recht schnell. Also übe zuerst wieder das System mit beiden Variationen, bis es sich gut für dich anfühlt. Ja, und dann kannst du genauso wie in den Lektionen zuvor wieder die einzelnen Grooves dir erarbeiten. Und wer sich mit solchen Sachen wirklich intensiv beschäftigen möchte, dem kann ich nur meinen Kurs Master Your Technik ans Herz legen. Denn da geht es um solche Themen, die du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gehört hast. Wie zum Beispiel den Butterfly-Effekt, Ping-Pong-Effekt, den natürlichen Spielzustand, Bewegungspläne und vieles mehr. Falls du aber jetzt ein kompletter Anfänger bist, dann habe ich den Schnelleinsteigerkurs und da bekommst du alle wichtigen Grooves, die für den Anfang oder für deine Lieblingssongs wichtig sind, gezeigt. Wie zum Beispiel Rock, Pop, Blues, Shuffle und so weiter und vieles mehr. Aber, und das ist aber das Wichtigste, ich zeige dir immer, wie du diese auch zum Klingen bringst. Also nicht einfach nur, was du spielen sollst, sondern ich lege bei allem immer den Fokus auf das, wie du es spielen sollst, um es groovy werden zu lassen. Und wenn du jetzt mehr über mich erfahren möchtest oder über meine Kurse, wie du zum Beispiel deine Pedale oder dein Doppelpedal auf dein eigenes Körpergewicht richtig einstellen kannst, um auch an deiner Fußmaschine das Beste herauszuholen, oder wenn du Interesse hast an einer Practice Session in einer Gruppe, beziehungsweise auch an einem Unterricht, dann besuche mal meine Homepage unter www.andi-rauch.de. Lass ein Like, ein Abo und einen Kommentar da oder schaue weitere Videos von mir an. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.